Vor über 10 Monaten habe ich einen genauen Blick auf die Holzproduktion geworfen, aber selbst die Wikinger bauen ihre Siedlung nicht nur aus Holz. Trotzdem habe ich die Steinproduktion bisher vernachlässigt, es wird also Zeit, das nachzuholen. Und bei der Gelegenheit schauen wir uns auch den Steinfluch der Mayas genauer an. Der Vorteil, den die Mayas durch ihre steinlastigen Gebäude haben, ist insbesondere der, dass Stein von nur einem Gebäude produziert wird, während Holz mindestens zwei und für die nachhaltige Produktion sogar drei verschiedene benötigt. Stein ist damit schnell und günstig zu bekommen, hat aber theoretisch den Nachteil, dass er eben nicht nachwächst. Steinfelder werden von Steinmetzen abgebaut und das ist auch ziemlich simpel. Was wir aber beachten sollten ist, dass Steinmetze sich nicht gut die Arbeit an einem Steinblock teilen können. Es ist zwar durchaus möglich, dass sich zwei Steinmetze zeitweise bei einem Steinblock abwechseln, aber es kann genauso passieren, dass der zweite Steinmetz minutenlang nichts tut, weil der Steinblock immer schon belegt ist, wenn er prüft, ob er arbeiten kann. Ein Steinblock wird frühestens wieder freigegeben, wenn der Steinmetz seine Arbeitsanimation dort beendet hat. In erster Linie bedeutet das für uns, dass es sich nicht lohnt, mehr Steinmetze zu bauen, als es Steinblöcke in einer Gegend gibt. Weiterführend heißt das auch, dass ihr Steinmetze nacheinander abreißen könnt, sobald die Vorkommen in einem Gebiet kleiner werden. Steinmetze melden in diesem Fall schon verfrüht, dass sie keine Arbeit mehr finden. Die Masterfrage ist nun eher, wie schnell die Steinmetze der einzelnen Völker sind. Das ist etwas schwierig zu beantworten, da nicht nur die Gegebenheiten auf jeder Karte anders sind, sondern Steinmetze wie Minen auch mit der Zeit an Produktivität verlieren, weil die Laufwege länger werden. Daher werde ich die Zeiten ermitteln, die ein Steinmetz braucht, um 64, 128, 192 und 256 Steine zu sammeln. Das sollte uns etwas genauere Daten geben. Wir gehen aber vom Standardarbeitsbereich aus. Wie sich zunächst herausstellte, haben ausgerechnet die Trojaner die schnellsten Steinmetze, was jetzt wirklich untypisch für dieses Volk ist. Allerdings ist der Unterschied nicht groß genug, um auszugleichen, dass die Trojaner an vielen Stellen teurere Gebäude haben, da die Mayas und Römer dicht folgen. Hier können wir mit ca. 3,2 bis 2,35 Steinen pro Minute und Steinmetz rechnen. Die Wikinger hinken deutlich hinterher mit 2,2 bis 1,9 Steinen pro Minute, wobei dieser Unterschied ihnen weniger schadet, da sie einfach deutlich weniger Stein benötigen. Im Vergleich entspricht eine Steinmine damit in der Regel 2 bis 3 Steinmetzen, wobei man aber auch bedenken muss, dass Steinmetze keine Nahrung benötigen. Trotzdem wollte ich wissen, woher dieser Unterschied kommt. Die Jobinfo XML gab hierzu nichts her, also verglich ich die Arbeitsanimation und Pausenzeiten der Gebäude framegenau. Wie sich herausstellte, waren sie unter den drei Originalvölkern nahezu identisch. 3,5 Sekunden Abbauanimation und 4 Sekunden Pause, auch wenn die Römer bei beiden 2 Frames mehr hatten als die Wikinger und Mayas. Die Abbauanimation der Trojaner war zwar etwa eine Drittelsekunde kürzer, ihre Pause aber auch 1,5 Sekunden länger. Das deutete eher darauf hin, dass der Standardarbeitsbereich der Wikinger einfach nur richtig schlimm ist, während der Trojaner sehr gut liegt. In dem Fall hätten wir uns für die Trojaner doch etwas zu früh gefreut. Also startete ich einen neuen Versuch mit den Wikingern, aber dieses Mal änderte ich den Arbeitsbereich so, dass er ähnlich wie beim Standardarbeitsbereich der Trojaner liegt. Der innere grüne Ring wurde von der Tür so in Richtung Steinfeld gesetzt, dass der Rand in der Tür des Gebäudes verschwindet. Die Ergebnisse waren jedoch ernüchternd. Ich kann mir zwar vorstellen, dass der Gebäudegrundriss des Wikinger Steinmetzes das Pathfinding etwas erschwert, aber das allein erklärt eine so große Abweichung zum Rest in meinen Augen nicht ausreichend. Für Steinmetze die eine ideale Platzierung oder Arbeitsbereich finden zu wollen, halte ich jedoch nicht für wirklich sinnvoll. Anders als bei Getreidefarmen oder Holzfeldern haben wir es nicht mit einem nachwachsenden Rohstoff zu tun und wir können auch nicht die Positionierung der Steine frei wählen, wie wir es bei anderen Gebäuden könnten. Einen konkreten Fall, den man sich ansehen kann, gibt es aber. Wir können nämlich mal ein Steinfeld simulieren, wie wir es auf der Startposition der aktuellen WM-Karte finden. 19 maximale Steinblöcke mit einem Gesamtwert von 247 Steinen, angeordnet in einem Sechseck mit einem Radius von 12 Feldern. Gemäß HGHG-Regeln gehen wir davon aus, dass sie unabhängig vom Volk mit 5 Spitzhacken starten und alle in Steinmetze investieren. Wir versuchen die ideale Platzierung der Steinmetze als Römer zu finden, danach schauen wir, ob diese auch für die Mayas, Wikinger und insbesondere Trojaner gilt. Für die Römer waren die Unterschiede zwischen den verschiedenen Konstellationen tatsächlich sehr gering. Der einzige Ausreißer war, wie zu erwarten, der Bau aller 5 Steinmetze links vom Steinfeld. Damit dauerte der Abbau des Steinfelds stattliche 30 Minuten. Unterhalb des Steinfelds kamen wir auf 27,5 Minuten, während sich alle anderen Konstellationen zwischen 24 und 26 Minuten bewegten. Das beste Ergebnis erreichte ich mit 4 Steinmetzen rechts und einem links vom Steinfeld, dicht gefolgt von allen Steinmetzen rechts und allen Steinmetzen oberhalb. Mit alle rechts macht kein Volk wirklich etwas falsch. Das scheint für die Wikinger und Mayas tatsächlich sogar die beste Variante zu sein, und auch die Trojaner kommen gut mit, dafür, dass ihre Tür auf der anderen Seite liegt. Für die Trojaner ist es jedoch am besten, ihre Steinmetze entweder links oder oberhalb vom Steinfeld zu platzieren. Alle oben ist generell eine gute Alternative für alle Völker mit Ausnahme der Wikinger. Hier glaube ich aber, dass den Wikingern ihre großen Steinmetze zum Verhängnis werden. Dadurch wird eine gute Platzierung erschwert, während es die Mayas umgekehrt durch ihre kleinen Steinmetze einfacher haben. Das alles ist aber nur Theorie. In der Praxis haben wir leider noch andere Dinge zu bedenken. Auf der WM-Karte gehört uns am Anfang nur die rechte Seite des Steinfelds. Alle Steinmetze, die wir links bauen wollen, müssten also warten, bis wir einen Turm in die Richtung gebaut haben.
Selbst wenn wir großzügig sind und davon ausgehen, dass wir diese Steinmetze nur um eine Minute nach hinten verschieben, kann das bei diesen Arbeitszeiten durchaus nach hinten losgehen. Andererseits kann es auch dazu führen, dass die Holzproduktion schneller fertiggestellt werden kann. Letztendlich eine kleine Wissenschaft für sich und ich glaube, dass hier jeder seine Präferenz finden muss, aber am Ende andere Aspekte der Siedlung viel wichtiger sind. Die besten Tipps, die ich hier geben kann, sind die Türrichtung zu beachten, die aber nur bei den Trojanern anders ist, und den Arbeitsbereich auf den nächstgelegenen Steinblock zu setzen, insbesondere wenn der Standardbereich nicht das ganze Steinfeld abdeckt. So verringert ihr die Gefahr, dass am Ende Steinbrocken außerhalb der Arbeitsbereiche liegen. Nun ist Stein theoretisch immer reproduzierbar, wenn man Mana und Priester besitzt. Alle Völker können Steine aus göttlichen Gaben beziehen, die Römer bekommen zusätzlich noch den Umwandlungszauber Fisch zu Stein sowie die Fähigkeit, die Bodenschätze in Gebirgen wieder aufzufüllen. Die Mayas widmen der Steinproduktion ihren kompletten Spezialzauber, den Steinfluch. Dieser Zauber erzeugt, sofern es im Umkreis von 8 Feldern genug Platz gibt, 4 bis 8 Steinblöcke, deren Größe allerdings variieren kann. 6 Blöcke scheint aber das häufigste Ergebnis zu sein. In 15 Testläufen schien es so, dass zwischen 36 und 67 Steine erzeugt werden. Im Durchschnitt können wir mit 52 Steinen pro Anwendung des Zaubers rechnen. Sobald die Kosten des Zaubers ihren Höchstwert erreicht haben, zahlen wir theoretisch also 1,15 Mana pro Stein. Das ist deutlich besser als der Geschenkzauber, selbst wenn ihr zusätzlich noch Waffen, Gold und Eisen braucht, wo wir dann bei 4,62 Mana pro Rohstoff wären. Zumindest in der Theorie hat der Zauber also durchaus seinen Zweck, insbesondere wenn Steinminen keine Option sind.